Ich weiß, wie das ist. Manchmal krieg selbst ich den großen Hunger bei der Arbeit. Wie schnell ist dann die Diät gescheitert? Und aus lauter Frust lässt die Leistung nach. Dagegen gibt's jetzt Schokowatt. Das ist cool. So, und damit herzlich willkommen zu Omicron The Nomad Soul. Ja, ihr Lieben, es gab in der ganzen Stadt nichts mehr an Seekids. Ich konnte nirgendwo einen Laden auftun, bei dem ich etwas hätte verkaufen können. Also musste ich das Spiel nochmal recht früh beginnen. Zum Glück nur da, wo wir dann hier die Zugangskarte holen müssen und dann halt mit der Leichenhalle, nicht wahr? Und jetzt habe ich endlich die 400 Seekids, um zu ihm zu gelangen. Guten Tag, Fuan. Was wir von ihm wollen. Man sagt, du kannst nichts reparieren. Ja, das sieht schlecht aus. Ja, das reicht hier. Komm, aber 400. Da, zack. Ich habe Sachen aus kaputtem Schnee in ihren Schnee übertragen. Brauchen Sie Elektronik? Kommen Sie zuvor an. Brauchen Sie mehr? Kommen Sie zuvor an. Ich der Billigste und Beste in ganz Omikron. Das ist schön, Fuan. So, ich werde es bemerken, auf Wiedersehen. Jetzt haben wir die Sachen von Dance Sneak in unserem. Wir haben Dance Polizeiabzeichen. Wir haben Dance Visitenkarte, aber Dance Polizeiabzeichen war ganz wichtig. Kopi Sandwich, Talisman Werbung. Geil für die Propaganda, Genders Notiz, alte Schriftrolle. Gut, wir können direkt ein paar Sachen gleich übertragen. Jetzt erstmal gucken hier. Zap, okay, Dan, also Kyle denkt nicht so viel. Und wir können jetzt zu Dans Apartment fahren. Können wir gleich machen. Wir sortieren erstmal eben aus. Das war jetzt wirklich sehr nervig und sehr krass, muss ich euch ganz ehrlich eingestehen. Also ist das nun mal Bam. Yuki, tu mal auch mal weg. Leichenprobe lassen wir drinnen. Großes Medikit, kleines. Kopi Sandwich, tu mal auch mal kurz weg. Dekerwaffe 30. Können wir nicht weg tun. Bis jetzt haben wir die Viva-Waffe gebraucht. Telestalisman, weiß ich noch nicht genau, wofür wir brauchen werden. Werbung weg. Propaganda weg. Jenners Notiz. Was war denn das? Müssen wir später. Flyer weg. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Platz in unserer Tüte. In unserem Sneak Peek. Oh, dann würde ich sagen, fahren wir... Nee, nicht erst Dance Apartment. Ich glaube, wir fahren erstmal zurück in die Polizeizentrale, ne? Um da in Dance Apartment dann mal zu... Dance Büro mal zu gucken, was da so los ist. Ja, ihr Lieben, ich musste jetzt original... Also ich meine, ich weiß gar nicht, wie viele Stunden ich jetzt schon wieder gespielt habe. Einmal geguckt und gesucht und einmal dann angefangen von diesem alten Level. Ich bin froh, dass das... wenigstens noch vorhanden war. Sonst hätte ich mir die Haare gerauft und dann wäre es vielleicht sogar Ende gewesen mit Dings, weil das alles nochmal nachspielen wäre zu hart gewesen. Ich muss mal jemals nachschauen, weil wir kommen ja in die Optionen. Heller stellen können wir es nicht. Und die Clipping wollte ich gerade... Oh, nein! Oh, Kinder, das tut mir leid. Das ist jetzt ein bisschen kleiner geworden. Geht ja noch. Jetzt aber nicht mehr. So, gehen wir wieder daraufhin zurück. Uiuiui. Sorry, Kinder, für diese kleine Verzögerung. Aber ich musste jetzt unbedingt hier die linke Taste drücken, die hier ganz, ganz schlecht ist. So, komm, machen wir wieder Vollbild. Danke. Kann ich denn jetzt hier einfach wieder raus? Damit rückwärts. Ah, okay. Uiuiuiui. Gut. Taxi rufen. Ab zum Security-Dingens-Bums. Na, haben wir's? Da, Taxi direkt vor der Tür. So, rein in die gute Stube. Erstmal ins Büro. Es regnet, dann können wir unsere Wasserflaschen auffüllen. Aha. Ja, aber so ist das so. Alte Spiele, die nehmen es einem richtig übel, wenn man Mist baut. Und in dem Fall habe ich ja Mist gebaut. Und jetzt haben wir, glaube ich, nur noch 70 Seekids. Also wenn jetzt nochmal was Teures kommt, dann bin ich ganz schön am Verzweifeln. Des Weiteren haben wir ja auch in dem Safe-Game eigentlich beide Schießpassagen nicht geschafft, glaube ich. Das ist natürlich auch übel. Ich weiß nicht, inwieweit das Auswirkungen hat. So, Dance-Büro hatten wir hier. Entschuldigung.
Aber das muss jetzt mal gesagt werden. So, das ist orange und nicht rot. Da oben hätten wir rot gehabt. Hier haben wir rot. So, Dance Polizeiabzeichen. Bäm, sehr schön. Türe schließt sich auch wieder. Wir können also hier in Ruhe mal so ein bisschen wurschteln. Mann. Oh, da ist eine Notiz. Was haben wir hier? Ah, Memo, die Sekte der Erweckten. Okay. Und eine gekritzelte Nachricht. Schauen wir doch mal. Verbrechensbekämpfung. Memo betrifft die Sekte der Erweckten. Hiermit sind alle Agenten gehalten, gegen Terroristen vorzugehen, die sich selbst als die Erweckten bezeichnen. Diese Sekte verbreitet nonkonformistische, esoterisches Gedankenzeug, Gedankengut und regierungsfeindliche, subversive Ideen. Ihre Anhänger führen terroristische Missionen durch, mit denen die öffentliche Meinung destabilisiert werden soll. Diese Personen sind gefährlich und müssen auf jeden Fall aufgehalten werden. Uiuiuiuiui. Wegen Überzeugungen. Gut. Eine gekritzelte Nachricht sieht aus, wie der ins Handschrift da steht. Die Wahrheit verbirgt sich hinter dem Tiger. Ihr und ich, wir wissen, glaube ich, was damit gemeint ist. In Dans Wohnung wird bestimmt irgendwas sein, was einem Tiger ähnlich ist. Nee, da kommen wir nicht dran. Und da wird sich dann wieder irgendwas verbergen. Wie das, es kommt aus dem Licht oder so. Wisst ihr noch, bei der einen da? Sagen wir hier. Den Apartmentschlüssel von Dan, hätte es natürlich dann nicht gereicht, wenn wir da jetzt einfach hingefahren wären. Wie steht's, Cale? Irgendwas Neues über Dans Tod? Warum kommt er denn da? Ich glaube, der Mörder war ein Polizist. Der Mörder, an dem man... Ich kann im Moment nichts sagen, wäre mir lieber. Obwohl... Ein Polizist? Das ist eine ernste Anschuldigung. Kannst du es beweisen? Mann. Familie Frosch ist aber heute wieder hardcore drauf bei mir. Noch nicht, aber bald. Wenn du Hilfe brauchst, ich bin für dich da. Ich glaub dem nicht so ganz, ne? Ich bin, also, danke, Derek. Hey, keine Sorge. Viel Glück, Cale. Hoffentlich hast du Erfolg. Danke, bis dann, Tarek. Also unsere Eulen und ihm traue ich nicht. Ich weiß nicht warum, ist einfach so. Keine Ahnung. So, Haupteingang, fahren wir in Dans Büro, ne? Diesmal nicht in Dans Büro, sondern in Dans Apartment. Mann. Okay, ich steige hier auch immer falsch rum aus irgendwie. Was? Aha. Hey, komm! Oh Gott. Komm nach Hause! Ich kann jetzt nicht... Ich komm sofort in die Wohnung, bitte, du musst kommen. Okay. Da würde ich jetzt gerne mal speichern. Speichern könnte man bei uns im Büro, ne? Weil ich habe jetzt seit dem Neuanfang gar nicht wieder gespeichert. Das war natürlich auch ein bisschen doof. Aber ist halt so. DBDDHKP, ne? Doof bleibt doof, da helfen keine Pillen, sogar Aspirin versagt. So, wir waren... Was waren wir? Grün? Waren wir das Türchen hier? Nein, wir waren blau, ne? Jo. Speichern, neu speichern, fertig. So, wir sollen schnell nach Hause kommen. Also noch nicht in Dans Wohnung, sondern erstmal nach Hause. Okay, das ist natürlich jetzt die Frage. Was soll das? Jetzt können wir unsere Eulen doch vertrauen. Ich weiß es nicht. Warum wird die angegriffen? Auch eine gute Frage. Was ist los? Bin ich zu nah an irgendwas ran? Irgendwie. Taxi. Kyles Apartment. Och, jetzt fahr doch nicht noch von der Leichenhalle bis zu uns. Was soll denn das? Hier. Frau hat Probleme, wir müssen helfen. Wir müssen da hin. Mann. Na ja gut. Ich wusste vorher, auf was ich mich einlasse. Ich habe jetzt gerade nochmal sinniert über die Zeit, die jetzt hier mehr oder weniger verloren gegangen ist. Guck mal, da drüben, dieser Monitor, war der schon immer da? Sehr seltsam. Na, da sind wir schon. Oh, und jetzt aber husch. Ah ja, stimmt ja. Wenn wir einmal den Schlüssel hatten für das Apartment, erkennt uns das Apartment automatisch wieder. Dann brauchen wir keinen Schlüssel mehr. Ist hier nicht so, dass wir hier... Oh, eine gekritzelte Nachricht schon wieder. Nachricht von Teles.
ist ja nicht so, dass wir hier schon seit Jahren wohnen. Komm bitte sofort zu mir aufs Dach. Beeil dich, mein Liebster, Tillis. Okay, wie kommen wir aufs Dach? Geht das jetzt automatisch, wenn wir in den Aufzug einsteigen oder was? Jo, sieht nicht so aus wie das Foyer. Also von daher, das da. Okay. Oh, fuck, da ist sie. Was? Das sieht jetzt aber nicht gut aus. Also, was geht denn hier ab? Tillis! Tillis! Tillis, was ist passiert? Okay, ich hatte solche Angst. Ein Dämon hat nach dir gesucht. Es war so schrecklich. Er wollte deine Seele. Bitte, komm her. Nimm mich in den Arm. Ich trau dir nicht. Nimm mich in den Arm, wusste ich's doch. Liebling. Nein, ich habe mich nicht daran erinnert. Das wusste ich nicht mehr. Aber vielleicht kam daher mein Gefühl, der nicht zu trauen. Oh, jo, jo, was haben wir jetzt? Oh. Ich habe gar keine Möglichkeit, hier irgendwas zu machen im Endeffekt. Was unser Health Package angeht. Wisst ihr, was ich meine? Shit, hätte ich vorher nehmen sollen. Nein! Nein! Oh, fuck! Wer kommt da? Was? Unsere Seele wurde anscheinend nicht genommen, aber jetzt ist sie transferiert in sie? Und warum haben wir denn jetzt unser ganzes Inventar? Ich lebe noch, aber in dem Körper von jemand anders. So. Kein bewegt sich. Ich glaube, ich kann nichts mehr von ihm tun. Warte mal. Ein Edelstein-Nachricht von Tillis, Dens Apartmentschlüssel. Wir haben noch alles. Und wir haben mehr Kohle. Aber nur noch 3 Ringe. Shit. Weaver-Waffe, Leichenprobe. Sieht so aus. Pass auf, wir nehmen jetzt erstmal direkt das große Medikit. Ja. Weil wir sehen ja nicht, wie es uns geht. Wer sind wir denn jetzt? Wir sind Xiao. 471. Alter 24. Geschlecht weiblich. Blutgruppe K-. Größe 1,73. Gewicht 58 Kilo. Augenfarbe blau. Beruf Dieb. Tattoo, Interessen, mag Biokatzen, Krimis und Action, liebt Adrenalin und leichtes Geld. Hast Gewalt und Trust. Wir haben auch noch keine neuen Adressen, aber das ist ja krass. Haben wir noch Dance Apartment Schlüssel? Haben wir noch Kyles Apartment Schlüssel? Scheint nicht. Ah, wir haben auch noch nicht. Wir waren auch noch nicht im Tempel in Qualisar. Okay. Wir haben uns noch nicht diesen Seelenwanderungsedelstein geholt. Ach, guck mal, wer sind Sie? Mein Name tut nichts zur Sache. Ich habe Sie herbringen lassen, weil ich Ihnen etwas Wichtiges mitzuteilen habe. Gut, worum geht's? Ich will Sie warnen, Ihr Leben ist in schrecklicher Gefahr. Was für eine Gefahr? Wer bedroht mein Leben? Was soll's, wenn ich sterbe? Es ist doch nur ein Spiel. Aha. Die Dämonen suchen nach ihnen. Sie wollen ihre Seele. Sie haben sie schon ein paar Mal entwischen lassen und kochen jetzt vor Wut. Okay. Die Dämonen gewinnen ihre finstere Macht aus den Seelen der Menschen. Je mehr Seelen, desto mehr Macht haben sie. Die Seelen haben sie ihrem Herrn, Astaroth. Und verdammen sie so bis in alle Ewigkeit. Warum suchen die Dämonenseelen in meiner Dimension? Die Seelen in ihrer Dimension sind für Astaroth am interessantesten. Sie sind noch frisch und lebendig. Während die Seelen hier grau und welk sind. Sie spricht also wirklich von meiner Spielerdimension, oder was? Was geschehe mit mir, wenn ein Dämon meine Seele bekäme? Sie wären bis in alle Ewigkeit verdammt. In ihrer Dimension wäre ihr Körper nur noch eine leere Hülle. Während ihre Seele hier in Astaroth Reservoir der Seelen unendliche Qualen leiden müsste. Wie kann ich meine Seele retten? Als erstes müssen sie das Tor zerstören, das die Dämonen zwischen ihrer und unserer Dimension geschaffen haben. Sonst gehen noch mehr Spieler in die Falle, so wie sie. Und die Dämonen werden so mächtig,
dass keiner mehr sie aufhalten kann. Na dann, wie kann ich das Tor zerstören? Es hat einen Statthalter zur Bewachung des Tores abgestellt. Sie müssen den Wächter töten, um es zu zerstören. Wer ist denn der Dämon, der das Tor bewacht? Genda ist der Wächter des Tores. Kommandant Genda? Er ließ Kale ermorden und schickte ihnen seinen Körper, um ihre Seele zu fangen. Genda und seine Dämonenbande sind auch die Urheber einer Serie entsetzlicher Morde, die Kale und Dan untersuchten, bevor sie getötet wurden. Das heißt also, Kale ist tot, Dan ist tot, die Frau ist tot, oder besser gesagt, war ein Dämon. Wie komme ich zu dem Tor? Der Weg zum Tor führt durch Gendas Büro. Sie brauchen einen Stab der Macht. Das ist die einzige Möglichkeit, das Werk eines Dämonen zu vernichten. Okay. Gendas Büro ist gut bewacht. Wie komme ich dahin? Sie und Dan haben den Weg dorthin gefunden. Das Einzige, was sie tun müssen, ist Ventilation. Ihm zu folgen. Wetten? Wo finde ich den Stab der Macht? Ein Jeschu-Mönch erwartet Sie vor dem Supermarkt in Zone 9. Mhm. Zeigen Sie ihm das Zeichen der Erweckten, dann führt er Sie zu jemandem, der Ihnen hilft. Das ist dann bestimmt der Talisman. Warum sollte ich Ihnen vertrauen? Mehr kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Sie müssen mir vertrauen. Ihnen bleibt in diesem Fall keine Wahl. Wenn Sie nicht in der Hölle schmoren wollen. Was außer einem Stab der Macht brauche ich noch? Um in Gendas Lager zu kommen, brauchen Sie zuerst den Türcode. Genda war so unvorsichtig, ihn bei einem seiner Morde zurückzulassen. Mhm. Anissa hat ihn gefunden. Sie müssen den Code unbedingt in die Hände bekommen. Das hat das also mit diesem... Der zweite vom dritten, der dritte vom ersten und so zu tun. Okay, wir haben einen neuen Körper. Wir sind ein neues Mannequin. Achso, aha. Jetzt kommen wir nur noch hier unten rein. Okay. Naja gut, hier wird jetzt nichts liegen, denke ich mal. Das ist aber krass, Freunde. Das ist krass. Jetzt sind wir eine neue Tuse. Kommen wir denn jetzt eigentlich überhaupt noch in den Sicherheitsbereich? Ich meine, wir haben... Ja gut, wir müssen noch zu Dan ins Apartment. Wir kommen auf keinen Fall mehr... Ja doch, Karls Polizeiabzeichen haben wir noch. Wow. Ja, ich wollte nämlich gerade sagen, wir kommen auf keinen Fall mehr zurück in die Sicherheitszentrale, aber okay, dann rufen wir uns mal ein Taxi. Dan's Apartment. Ich habe jetzt gar nicht geschaut, ob wir da eventuell, warte mal, haben wir da noch neue Sachen dabei? Anekbar, Qualisa, nö, alles klar, gut. Dann wollen wir mal ins Taxi steigen. Zap, komm. Ja, das ist halt, bui, gut, dass wir da nochmal, achso. Dan's Apartment. Gut, dass ich nochmal nachgespielt habe, dass wir jetzt den Dings haben, also den Sneak vom Dan, dass wir das erledigt haben. Und meine Erinnerung oder mein Misstrauen unserer Frau gegenüber, da liegt noch was, das war aber schon da, ne, oder? War bestimmt daraus begründet, dass ich mich da, Dreamer auftritt, dass ich mich da unterschwellig noch dran erinnert habe. Dass unsere Tuse der Dämon ist oder einer der Dämonen. Krass. So, funktioniert rechts von mir, da brauchen wir einen Schlüssel. Dann nehmen wir Dan's Apartment Schlüssel. Bam. Das wird jetzt interessant. Irgendwas hinterm Tiger oder so war da, ne? Meine Güte, hier sieht's aber übel aus. Habt ihr das gesehen? Ganz übel. Das hier sieht doch fast so aus wie ein Tiger. Geheimnis befindet sich hinterm Tiger. Nichts Bestimmtes. Ich sehe jetzt hier auch keine Schleifspuren oder so. Ach doch. Das ist mir eben beim wiederholten Spielen nochmal aufgefallen. Wenn wir nicht um die Leiche herumgegangen wären und hätten die Leiche von jeder Seite betrachtet. Guck mal, da liegt was. Nee. Liegt da was? Aber der hat doch gesagt, hinter dem Tiger. Wenn wir nicht um die Leiche komplett rumgegangen wären, ach, oder jetzt zum Beispiel, dann hätten wir das nie gefunden. Nie. Never. Krass.
Ich meine, ich konnte mich erinnern, dass das echt unangenehm war, das Spiel. Was? Das sind vier Codes. Vier Codes. Nachricht von Teles. Die können wir eigentlich vernichten, ne? Gekritzelte Nachricht. Die Wahrheit verbirgt sich hinter dem Tiger. Mist. Also, das war die Memo. Anissas Papier. Vierte des zweiten. Dritte des fünften. Letzte des ersten. Aha. Aha. Warte mal. Das muss ich mir doch mal irgendwie merken. Dann machen wir das mal so hier. So. Perfekt, Hammer. Schauen wir uns das mal an. Aber ich glaube, dass das war die für das Büro, ne? So, vierte des zweiten. Vier. Dritte des fünften. Nee, das haben wir ja nicht. Wir haben nur vier. Okay, ja, das war der Code nicht. Haben wir noch was? Wieso geht das denn jetzt wieder zu? Memo, Anissas Papier, mittleres Medikit, Leichenprobe, Dalesmann, Karls Polizei. Wo haben wir denn Dance, haben wir die weggepackt? Dance, warte mal, erstmal hier, vielleicht sehen wir durch das Blut irgendwas. Dance, Visitenkarte, wisst ihr? Hier können wir speichern, sollten wir eventuell auch gleich tun. Ein Hochzeitsbild, da haben wir doch hundertprozentig... 7213, alles klar, alles klar. Da ist eine Truhe, habt ihr gesehen? 7213. Ach komm jetzt. Ah doch. 7. Dance-Karte, okay. Ausweis für die Zentrale, okay. Trans-Scan-Band. Aha. Untersuchen, okay. Was da drauf ist, wissen wir noch nicht. Könnten wir uns gleich eventuell in diesem TV hier direkt daneben angucken. Ausweis für die Zentrale, für die Sicherheitszentrale. Okay. Dance-Karte. Ventilationsschacht, aha. Okay, cool. So, das Trans-Scan-Band können wir doch bestimmt hiermit verwenden. Das funktioniert nicht. So, gehen wir nochmal hier genauer dran. Das ist ein Trans-Scan-Terminal. Okay. Na also. Hoffentlich funktioniert das Ding. Also schön. Ich und mein Partner Cale untersuchen seit Wochen eine Reihe unaufgeklärter Morde. Aber wir haben etwas Grauenvolles entdeckt. Die Mörder. Das sind Dämonen. Ich weiß, das klingt verrückt. Aber sie rauben ihren Opfern die Seele, bevor sie sie in Stücke reißen und umbringen. Weil sie wie Menschen aussehen, fallen sie nicht auf und können den richtigen Moment für einen Angriff abwarten. Ihr Anführer ist ein Polizist. Kommandant Gander höchstpersönlich. Ich glaube, sie sind uns auf der Spur. Ich glaube, sie wissen, dass wir alles entdeckt haben. Unsere einzige Hoffnung ist, einen Beweis für ihre Existenz zu finden, damit wir die Behörden informieren können. Und den holen Cale und ich uns heute Nacht. Für den Fall, dass uns etwas passiert. Agent Tarek 511 weiß Bescheid. Er wird für uns aussagen. Krass. Das höchste Wesen sei unseren Seelen gleich. Krass. Dann sollten wir vielleicht doch mal wieder zurück zu Tarek, wa? Ich meine, wir müssen eh in die Sicherheitszentrale, um da irgendwie zu Gandalf. Oh. Da ist die Tarek. Die kleinen Engel ergriffen die Flucht, verwandelt in wilde Tiere und fielen ihre Beute an. Oh oh.
Ich wusste ja gar nichts von Dans ergreifender Nachricht vor seinem Tod. Oh Gott, nein! Die Kassette mitzubringen, wo ich doch so ungern Spuren hin... Du hast Dan getötet. Du bist klüger, als du aussiehst, doch vielleicht etwas zu klug. Ihr wurdet allmählich lästig. Ihr hattet ja sogar den Mut, bei Gander einzudringen. Mein Gebieter befahl mir, eure Seelen zu holen. Na, dann probier's mal. Nach Kales Tod sollte sein Körper in einer anderen Dimension die Seele eines Videospielers in die Falle locken. Aha. Deine Seele. Eigentlich sollte sie sofort bei der Ankunft in Omikron abgeholt werden, aber du bist entwischt. Jetzt ist es an der Zeit, dies kleine Versehen zu korrigieren. Was heißt, jetzt kommt wieder so eine Kampfszene, muss ich mächtig aufpassen. Heißt das, Omikron ist nicht nur ein Spiel? Ein Spiel? Du glaubst immer noch, das ist ein Spiel? Alles, was du hier siehst, ist echt. Dein Computer ist nur ein Tor zu unserer Welt. Dein Körper ist noch in deiner Welt, aber deine Seele ist hier. Seit du eingewilligt hast, Kales Körper zu übernehmen. Denkst du, du bist hinter deinem Computer sicher? Dann irrst du dich. Ich nehme dir jetzt deine Seele und du wirst sterben und für alle Ewigkeit verdammt sein. Oh ja, das freut mich schon. Komm, mein Kleiner, komm und spiel mit mir. Ich hoffe, wir haben genug Lebensenergie. Wow, 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 wow. Die macht sich aber gut, unsere Diebin, ne? Ach, die blauen sind also geblockt, ne? Die roten sind also... Die treffen ihn dann auch. Gott, ich wüsste noch nicht, wie ich blocke. Oh, 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 oh. Aha. Oh, immer so undramatisch, dass das hier immer alles so undramatisch aufhört. Komm, hier liegt irgendein Speicherding. Bam, haben wir. So, jetzt können wir hier mal in Ruhe weiterknüppeln. Heidenei, ihr Lieben. Meine Güte, was für eine Folge. Jetzt gehen wir erstmal hier dran. Ist abgeschlossen. Dann brauchen wir noch seinen Schlüssel. Aber hier... Aha, Omicron News. Gucken wir gleich mal. Aha. Wir bekommen also auch hier einen Reinkarnationszauber. Scheinkleister. Sneak ist voll. Wir müssen erstmal ausladen gehen. Ey, ey, ey. Oh, oh, oh. Ruhig, junge Frau. Ruhig. So, lass mal ausladen. Pergament können wir eh nicht lesen. Omicron News brauchen wir nicht. Ausweis für die Zentrale brauchen wir. Dens Karte behalten wir auch mal. Dens Hochzeitsbild brauchen wir nicht mehr. Ein Edelstein. Den können wir bestimmt eventuell vielleicht mal irgendwo verkaufen, wenn wir irgendwo verkaufen können. Nachricht von Teles. Gekritzelte Nachricht. Memo Sekte der Erweckten. Anissas Papier. Die Leichenprobe brauchen wir eventuell auch nicht mehr. Teles Talisman behalten wir mal. Kals Polizeiabzeichen behalten wir auch. Jenners Notiz. Weg damit. Alte Schriftrolle. Weg damit. Denn wir wissen ja mittlerweile, wo wir das Ding finden. So, ja, zurück ins Spiel, raus hier, da rein. Krass. Krass, 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 krass. Also einen Moment lang hätte ich gedacht, der Tarek wäre vielleicht doch in Ordnung. So, dann bekomme ich hier auch den Regen. Ah, Doppelweaver. Und nichts Besonderes. Hier ist bestimmt wieder Toilette und Bad. Okay. Jetzt bleiben wir hier in der Toilette. Ich werde bekloppt. Ich werde bekloppt, liebe Freunde. Da bleiben die in der Toilette mit der Kamera, wisst ihr? So. Dusche, da hinten liegt irgendwas. Hier ist da irgendwas. Dans kleiner Schlüssel. Okay, damit haben wir auch die Kiste offen. Ey, noch schlimmer geht's gar nicht, ne? Ich
glaube, heute bin ich mal so ein bisschen böse mit dem Game. Hier ist bestimmt Trainingsraum. Da können wir knicken. Hier scheint auch nichts zu liegen. Okay. So, wo kommen wir hier hin? Wieder in die blutüberströmte Hütte. Alles klar. Wir müssen aber... hier rein. Und hier zur Kiste und danach speichern. Yeah, Seekatz haben wir. Mana-Trank, aha. Ach, was soll das denn jetzt? Hier liegen Seekatz und alles. Bitte. Großes Medikit. Jo, 200 Seekatz. Cool. Wir sind reich. Oh, das war aber jetzt eine sehr anstrengende Folge und sehr, sehr cool. Wir sind ziemlich weit gekommen. Haben wir neue Kontakte? Sieht nicht so aus. Nee. Was denkt Kyle? Geheimnisvolle Frau in Gandas Büro kommt dann durch die Luftschächte. Geheimnisvolle eine Yoshu-Mönch erwartet mich in Zone 9. Geheimnisvolle Frau der Zone Gandas Büro an ist das Papier. Ah ja, cool. Das haben wir ja auch noch alles. Seht ihr, dann brauchen wir das gar nicht mit uns schleppen. Alles klar, das Speichern heißt auch, diese Folge ist um und für mich etliche Stunden Omicron The Nomad Soul. Ja, ihr Lieben, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Viel Spaß bei der nächsten Folge. Da haben wir ja noch einiges zu tun. Diesmal verabschiede ich mich nicht von Kals, mit Kals Hinterkopf, sondern mit, wie heißen wir eigentlich? Xiao. Wie auch immer. Von SYAO. Schöne Grüße an die normale Spielerwelt. Ihr seid ja keine Spieler, ihr wisst es ja. Eure Seelen werden gefangen in Omikron. Bis dahin, gehabt euch wohl. Euer John D. Fool. Und tschüss.